ist er in tödlicher Gefahr. Okay, Harry, optimale Bedingungen heute. Zeigen wir den Slytherins, was wir drauf haben. Los geht's! Okay, Harry, optimale Bedingungen heute. Zeigen wir den Slytherins, was wir drauf haben. Los geht's! Egal, Harry, nächstes Jahr klappt es besser. Hermine war geschockt, als ich ihr gesagt habe, dass Slytherin den Pokal gewonnen hat. Was? Hermine war nicht beim Spiel? Nein, ich habe sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Sie steckt sicher mit der Nase in einem Buch fest. Oh, ich bin müde und leg mich jetzt hin. Hinweise geben, wo es Ruhe haben könnte. Ich begrüße euch zum wohl wichtigsten Spiel des Jahres.
Slytherin gegen Gryffindor. Harry Potter gegen Draco Malfoy. Und hier kommt Draco Malfoy, der neue Stinkerin. Super, der Slytherin. Ach. Malfoy wurde von einem Klatsch getroffen. Das wird sie morgen spüren. Gut getan, dass sie die Linie tanzt. Führung Gryffindor. Gryffindor übernimmt die Führung. Der Schnatz an den. Den kämpft Lucy wirklich gut. So. Der Dresser klappt besser. Der Dresser klappt am besten, Malfoy. Großer Freude überreiche ich Gryffindor den Quidditch-Pokal. Ja! So sieht's doch aus. Yeah.
Sieht interessant aus. Der Draco Malfoy ist eine echte Nervensäge. Der Draco Malfoy ist eine echte Nervensäge. Der Draco Malfoy ist eine echte Nervensäge. Hau ab, Potter! Diese Umhänge kratzen fürchterlich, oder? Diese Umhänge kratzen fürchterlich, oder?
Trunk.
Thank you.
verschossen. Durch.
müsste noch mehr Buben tragen können. Papier notiert. Rohre? Ja, Rohre. Einfach Rohre. Ron, das ist es. Das ist die Antwort. Das Monster in der Kammer ist ein Basilisk, eine Riesenschlange. Darum habe ich überall diese Stimme gehört und niemand sonst, weil ich nämlich Parsel spreche. Harry, meinst du, Ginny ist mit dieser verflixten Riesenschlange in der Kammer des Schreckens? McGonagall meinte, sie hätten schon das ganze Schloss abgesucht, aber keiner weiß, wo die Kammer ist. Wir müssen sie finden. Wir müssen herausfinden, wieso der Basilisk ungesehen herumschleichen konnte. Eine Riesenschlange. Jemand hätte sie sehen müssen. Rohre. Es hat die Rohrleitung benutzt. Ich habe diese Stimme aus den Wänden gehört. Der Eingang zur Kammer des Schreckens. Was ist, wenn es ein Klo ist? Was ist, wenn es im Klo der maulenden Myrte ist? Was tun wir jetzt? Überall laufen Vertrauensschüler rum, die nach Ginny suchen. Ich gehe vor. Wir treffen uns im Klo der maulenden Myrte im zweiten Stock. Ich möchte es kaufen. Edgar Scrooge, Erfinder des Stethoskops, echtes Genie. Nummer 7.
Wie viel kostet die? 30 Multibots pro in allen Geschmacksrichtungen. Ich möchte es kaufen. Archibald Elderton. Ah, der wusste, wie man Sachen explodieren lässt. Nummer 29, Archibald Elderton. Stinkbomben sind in deinem Lauchhälfte. Wie viel kostet das? 20 Multibots-Kronen in einem Geschmacksrichtung. Ich möchte es kaufen. Mit einem Ballonhälfte kannst du viel mehr lichtplatzende Leuchtballons tragen. Wie viel kostet diese Tüte Stinkbomben? 20 Multibots-Kronen in einem Geschmacksrichtung. Ich möchte es kaufen. Jetzt kannst du mehr Stinkbomben tragen, Harry.